Hi Leute, willkommen zu einem kurzen Infovideo und einem, ja, Fragevideo mehr oder minder, ob ihr denn bei einem Hot Seat mitmachen möchtet. Als erstes möchte ich mal ganz kurz mit dem Hot Seat beginnen. Ich wurde gebeten, doch mal nachzufragen, ob es hier Leute gibt bei uns auf dem Channel, die vielleicht Lust haben, bei einem besseres Total War Hot Seat mitzumachen, also einer Game of Thrones Mod für Medieval 2 Total War. Hot Seat ist ja die Möglichkeit, dass alle Völker gespielt werden und man schickt halt eben den Save weiter. Wir machen das Ganze über Dropbox, also um hier mitmachen zu können, braucht ihr in erster Linie mal Dropbox. Als nächstes braucht ihr Medieval 2 Total War Kingdoms und es wäre ganz gut, wenn ihr irgendwie ein bisschen Lust auf ein bisschen Roleplay hättet. Es gibt hier einige Regeln und so weiter, die könnt ihr euch dann durchlesen. Ich werde euch einen Link hier zu dieser Forumseite hier erstmal schicken. Ja, falls ihr mitmachen möchtet, dann könnt ihr das entweder hier in diesen Thread hier schreiben oder den Nuradon adden. Er macht es so der Admin des Hot Seats. Den beides, also den Post hier und Nuradon sein Steam-Profil werde ich unten in die Beschreibung packen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es einfach ein paar Roleplay-Regeln. Es gibt ein paar Regeln so zum Spiel einfach. Und ansonsten macht es wirklich Spaß. Ich habe jetzt schon an einem Hot Seat mitgemacht, bin auch hier dabei in diesem Hot Seat als Stark. Gesucht werden momentan folgende Fraktionen, und zwar Baratheon von Drachenstein, also Stannis, und Baratheon von Sturmkap, also Renly. Falls ihr darauf Lust habt, dann wie gesagt, addet Nuradon hier in Steam, meine ich, ja. Oder schreibt hier in den Post. Hier müsst ihr euch halt eben anmelden. Dann könnt ihr hier mitmachen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir zwei Spieler finden. Dann können wir nämlich weiter problemlos spielen. Ein bisschen Erfahrung. Ja, gut, ich meine, wirklich viel Erfahrung mit Dings, mit Hot Seats braucht ihr nicht. Habe ich auch nicht wirklich. Aber halt so ein bisschen Spaß am Spiel einfach. Das wäre wunderbar. Genau. So, das ist übrigens eine andere Version als das normale Westeros Total War. Die kriegt er dann von dem guten Nuradon. So, ansonsten möchte ich noch eine andere Sache ansprechen, und zwar unseren momentanen Uploadplan. Den habe ich jetzt nur vergessen zu öffnen. Es ist so, momentan kommt ja hier jeden zweiten Tag praktisch Europa Universalis, sobald Heiko wieder von Thailand zurück ist und wir wieder aufnehmen können am Sonntag, wird hier durchgehen wieder um 17 Uhr wird hier durchgehen um 17 Uhr wieder EU kommen, ja. Und momentan ist es ja so, ich werde morgen eben ein neues Westeros Total War Projekt anfangen mit Baratheon von Königsmund. Und da ist es so, dass das jetzt ab sofort jeden Tag praktisch kommt. Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag ist es so, dass 15 Uhr immer Warhammer kommt und 16 Uhr Westeros. Und dann ist es so, dass Mittwoch kommt um 15 Uhr Westeros und um 16 Uhr im Wandel des Krieges. Und am Freitag dafür Warhammer um 15 Uhr und um 16 Uhr im Wandel des Krieges. Und am Sonntag wird es so sein, dass da immer Warhammer im Wandel des Krieges, also Warhammer um 15 Uhr, im Wandel des Krieges um 16 Uhr und um 17 Uhr nochmal Westeros mit Baratheon von Königsmund kommt. Kann auch sein, dass es hier dann nochmal sich ändert mit wegen EU. Kann auch dann mal sein, dass hier diese Folge dann irgendwie hier um 14 Uhr kommt oder so. Das muss ich mal noch schauen, aber eigentlich nicht, weil wir haben immer gesagt, dass Sonntag eigentlich keine EU kommt, weil da haben wir ja den Livestream mit EU. Von dem her sieht es momentan einfach so aus. Ansonsten möchte ich nochmal aufmerksam machen auf diese Liste hier hinten. Wenn ihr da unten bei diesem Google Docs Dokument, das ihr auch bei uns auf dem Kanal anklicken könnt, glaube ich, muss ich mal ganz kurz gucken, das ist da auch verlinkt. Moment, das ist hier auch verlinkt und zwar da oben, oder? Ne, das ist Google Plus. Ah ne, das ist aber unter jedem Video in der Beschreibung, so ist es. Genau, unter jedem Video in der Beschreibung. Hier könnt ihr dann auch immer bestimmte Let's Plays angucken, die wir gemacht haben, von wem sie sind, ob sie momentan noch laufen, beendet sind, abgebrochen, was weiß ich. Und da hinten gibt es immer auch einen Link zu dem entsprechenden Let's Play. Also hier könnt ihr euch mal durchschauen, falls ihr zu irgendwas ein Let's Play sucht. Ansonsten läuft es ja momentan ganz cool, was die Abonnentenzahlen angeht und auch die Aufrufe. Macht mir wirklich momentan sehr viel Spaß. Ich hoffe jetzt, wenn die Schule losgeht, wieder,
komme ich trotzdem noch zum Aufnehmen, zweimal täglich ein Video praktisch. Und ja, gut, ich meine, Jaunpur, beziehungsweise einfach mal, das EU läuft ja so ein bisschen nebenher und im Wandel des Krieges hängt immer davon ab, ob Bayman und ich halt eben Zeit haben. Aber ich hoffe einfach mal, dass das weiterhin haut und dass ihr weiterhin viel Spaß mit unseren Projekten habt, bei uns auf dem Kanal hier. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Infovideo. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch dann im Westeros Hot Seat mitmachen würde. Bis dahin, ciao Leute, danke fürs Zusehen.